So, der nächste Lokalmatador aus der roten Ecke, Leo Koch von der Oyakata Kampfsportakademie, trifft auf Vinicius Kuich bis 80 Kilo, 3x2 Minuten, K1 Rules. Da muss ich persönlich sagen, ich fühle ein bisschen mit. Ich habe mit dem Leo viel Vorbereitungen hingelegt, viel Sparrings gemacht. Ich bin gespannt, was der Kampf bietet. Großer Unterschied von den Kämpfern in der Höhe. Leo ist 80 Kilo dünner und größer, sein Kontrahent kleiner, dafür muskulöser. Der Referee Leo Böninger bittet die Kämpfer gleich zur Mitte. Und wir sind bereit für Runde 1. Sechster Fight, Night 4 Fight. Let's go. Schöner Kick von Leo. Hält hier seine Distanz. Für den blauen Kämpfer heißt es, Deckung oben halten. Muss hier reingehen, um den Gegner zu erwischen. Leo kontert mit einem schönen Low Kick. Blaue Ecke versucht. Schöner Frontkick zum Gesicht von Leo. Superman Punch von der blauen Ecke. Leo nimmt die Mitte des Rings ein. Drängt seinen Gegner zur Ringecke. Backfist versucht von der blauen. Schöner Low Kick von Leo. Die dürfen sich nicht kumulieren für die blaue Ecke, sonst kann es schlecht aussehen. Die blaue Ecke versucht es unten am Bauch, gefolgt von einem Schlag zum Kopf. Der sogenannte Level Change, wie in der Vergangenheit schon erwähnt. Leo nimmt die Mitte des Rings ein, hält seinen Gegner auf Distanz. Schöner Kick zum Körper. Viel Wirkung gezeigt. Frontkick ins Leere. Schöner Frontkick gestoppt. Schönes Knie, jawohl. Man merkt den Größenvorteil von Leo. Der Lowkick geantwortet von der blauen Ecke. Letzten 10 Sekunden der ersten Runde. Leo versucht nochmal mit einem Frontkick. Rote Ecke. Schöne Schläge in den letzten Sekunden, jawohl. Schöne erste Runde. Schöne erste Runde. Weiter so. Jetzt Ingolstadt, ihr seid zu leise. Weiter geht's. Die Halle bebt. Für unseren Lokalmatadoren Leo Koch von der Oyakata Kampfsportakademie. Sein Gegner Vinicius Kuich aus Polen. Background-Boxer, macht seit 4 Jahren Kampfsport. Ist 26 Jahre jung. Hat nach einem kleinen Interview mit mir gesagt, dass er eine heftige Vorbereitung in Holland hingelegt hat. Im Key Gym. Ich bin gespannt, was die zweite und die dritte Runde bringen. Sehr ausgeglichen. Mit einem klaren Favoriten meinerseits. Leo aus der roten Ecke betreibt jetzt aktiv K1 seit 2 Jahren, trainiert viel, bestreitet hier jetzt seinen nächsten Kampf. Hat russische Wurzeln, es geht gleich weiter, er muss lächeln. Der Superman-Punch ging ins Leere, gefolgt von einer Backfist von der blauen Ecke auf die Deckung. Leo erwischt ihn hier schön mit einem linken Kopfhaken, trifft zum Körper mit dem Kick und again. Blau hält den Fuß fest, was nicht erlaubt ist. Leo Böninger, der Referee, ermahnt ihn. Und weiter geht's. So, beide Kämpfer nehmen die Deckung hoch. Leo nutzt seine Distanz hervorragend. Der Größenvorteil kommt ihm zugute. Kämpfer aus der blauen Ecke wechselt die Auslage. Rechts vorne, links hinten. Kämpfer ausgerutscht, hingefallen, Leo ermahnt ihn, weil hier
ein böser Versuch, ein böses Blut kam. Es gilt Handshake und weiter geht's. Leo versucht die Low-Kicks vom Gegner hier zu blocken. Bisher gelingt ihm das auch. Kontert hier mit links, rechts. Auf die Low-Kicks. Muss jetzt in den Ringecke aufpassen. Nutzt seine Größe gut. Hält ihn mit einem Knie auf Distanz. Ende der zweiten Runde naht. Noch 10. Schöner High-Kick von Leo aus der roten Ecke. Direkt auf den Kopf, weiter geht's. Die Runde ist noch nicht weit zu Ende, Jungs. So, Runde 2 ist zu Ende. Scheint hier kleine Missverständnisse zu geben. So, jawohl. Starke Hände von Leo hier. Schöner Superman-Punch. In den letzten Sekunden Wahnsinnswirkungstreffer. Wow, da nickt er zurecht. Geht über die volle Distanz, über drei Runden. Ja, was denkt ihr? Rot oder blau? Die Halle bebt für unseren Lokalmatadoren. In der Ringecke Mike Hofmann, Trainer, Head Coach bei der Ulaanbaatar Kampfsportakademie. Begleitet von einem Kämpfer von uns, Batuhan Demici. Der hier unseren Leo in der Ecke betreut. Blaue Ecke kriegt Tipps. Der Mann links von ihm wird heute auch noch kämpfen. Ich bin gespannt auf die dritte Runde. Bisher objektiv gesehen einen klaren Favoriten hier. An der Stelle für den Laien vielleicht nochmal, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, hier dreimal zwei Minuten Vollgas geben zu können. Das ist schier unmöglich. Das kostet so viel Kondition und Luft. Und selbst wenn man denkt, da geht noch was, wenn zwei Schläge reinbrettern, weil die Deckung nicht passt, das nimmt einem so viel Kraft und Energie und Luft. Unser Leo wird hier aus seiner Ecke bejubelt, hebt die Hand. Es heißt hier dennoch, Hochmut kommt vor dem Fall, die Deckung oben lassen, souverän weiterkämpfen. Es ist noch nichts entschieden. Dritte Runde, sechster Kampf, Night for Fight 2023 im Stadttheater Ingolstadt. So, kurzer Handshake und weiter geht's. Leo mit einer schönen Führhand. Kontert hier den Innen-Low-Kick des Blauen. Superman-Punch von der roten Ecke wieder. Wilder Schlagabtausch, schöner Frontkick von Leo. Hier gilt es jetzt weiter zu hauen. Die Deckung des Blauen ist unten. Das sollte man sich zunutze machen. Wilder Sprung ins Leere. Mundschutz ist rausgefallen. Kämpfer aus der roten Ecke in der neutralen Ecke. Der Mundschutz wird einmal ausgespült. Leo versucht hier Stimmung mit reinzubringen. Die Halle bebt. Wahnsinnsstimmung. Sechster Kampf. Schöne links-rechts. Mit schöner Wirkung. Ungleich nachgesetzt. Schönes Head-Movement. Versuch hier den High-Kick anzusetzen. Schönes Knie. Schöne Schnelle. Jetzt. Schöne Knie zum Körper. Weiter geht's. Schönes Knie wieder zum Körper. Schöner Mittelknie. Jawohl. Schöner Wirkungstreffer zum Gesicht. Leo lässt hier nicht locker. Letzte halbe Minute, dritten Runde läuft. Und die Schläge gehen ins Grüne. Blaue Ecke wird angezählt. Leo Koch muss in die neutrale Ecke. Was für eine Leistung. Einfach einwandfrei. Hammer. 6, 7, 8. Hebt die Hände. Vorbei. Erster technische K.O. für die rote Ecke. Ulaanbaatar Kampfsportakademie, Leo Koch. Wahnsinnsleistung. Da darf man sich zu Recht freuen. Wow.
auf den größten Respekt, hier in der dritten Runde nochmal so viel Energie rauszuholen und so viel Power zu geben. Wahnsinnsleistung. Da hat sich die Vorbereitung definitiv gelohnt. Der erste technische K.O. diesen Abend. Vor allem für unseren Lokalmatadoren, für die Oyakata Kampfsportakademie. Hat's euch gefallen? Wow. So, meine Damen und Herren. Nochmal einen Riesenapplaus für die zwei Wahnsinnskämpfer, ein Riesenherz. Da hebt selbst Leo Böninger, unser Referee, die Hände. Der Sieger kommt aus der roten Ecke, Sieger durch K.O. Leo Koch. Enjoy and respect. Hier geht es nochmal Danke zu sagen für die blaue Ecke. Gewinner kommt aus der roten Ecke, Leo Koch, der Kämpfer aus der Oyakata Kampfsportakademie. Verdient gewonnen mit einem technischen K.O. Also ich fange hinten echt das Schwitzen an und da hinten, da in der vierten Reihe, die eine Dame, wo ist sie? Ja, die hier, sie flippt total aus, Wahnsinn, ich liebe das richtig, die geht voll ab. Schön, die ganze Ecke hier, geht's euch gut? Okay. Linke Seite, geht's euch gut?